Kann mich immer. Ich war drin eigentlich. Kann mich immer mal retten? Nein, ich habe doch vorhin gesagt, das ist hier eine echte Sicherheitslücke bei uns im Dorf. Hier ist nichts. Du kommst hier raus, die Mauer ist hinter dir. Ja. Danke. Stimmt. Müssen wir mal noch zumachen hier die Stelle. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Oh ja, ich sehe. Das stimmt. Da müssen wir nochmal. Stimmt, die Wand müssen wir verlängern. Ja, die ist hier irgendwie zu Ende. Warte mal. Ich muss auf jeden Fall Captain meinen Gegner lassen. Das ist wohl ja nicht noch der Loser. Okay, warte mal. Wo war sie denn? Eigene Wand. Grundlegende Wand brauchen wir nicht. Wo war sie denn? Dekoration. Verteidigungswand hier. Frage ist, wo muss ich die lang ziehen? Bis wo? Ich ziehe sie ja gerade. Warte. Warte mal. Hier, ja. Hier so, wo ich jetzt stehe. Ja, ich ziehe sie gerade. Ja, ja, ich hab schon. So, einmal den. Ein paar habe ich jetzt nachgezogen gerade. Reicht das so oder soll ich noch ein bisschen weiter ziehen? Noch ein bisschen, aber dann sollten wir halt erst das Kreuz fertig bauen, weil sonst kommen wir da nicht mehr dran. Warte mal. Die Frage ist, bis wo ist hier, ne? Ich setze ihn mal hier hin. Dann haben wir die nämlich in der Lücke, dann haben wir die nämlich durch. So, jetzt ist er drin. Jetzt müssten wir eigentlich ohne Probleme die Wand zu haben. Die Lücke ist mir vorher nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. So. Ich hab schon wieder gar nicht mehr im Magen hier. Ist das noch was? Gut, wir haben ja auch noch die Höhle hier drin in unserem Gebiet. Die Leute brauchen das nur noch Hafenfeld. Ha? Die Leute brauchen das nur noch das Hafenfeld. Ich glaube, ich habe dran geklappt. Was kann man denn noch schön, was kann man noch Schönes bauen? Ja. Noch 9 Baumstämme brauchen wir, dann ist das Kreuz fertig. Cool. Das. Dann haben wir auch mal schön so eine Statue. Ich guck grad, dann sind wir mal endlich die religiösen Fanatiker. Oh Gott. Religiöse Fanatiker, die mit Kettensägen Kannibalen umbringen. Also das, wenn das mal keine Filmstory ist. So, dann bauen wir noch ein schönes Häuschen, würde ich sagen. Blub. Komm ich da raus? Man kann ja niemals genug Baumstämme verbauen. Direkt neben der Kirche noch eine Hütte. Man kann vor allem nicht genug planen, das ist immer der. Also ist es halt, ne? Da hinten schleicht irgendwie wieder was rum, so 2, 3, 4 Leute. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist, wie gesagt, im Vergleich zu dem, was andere in der Gruppe immer posten, wirkt unseres recht unstrukturiert und unkoordiniert. Ja, wenn ich ehrlich bin, wir sind ja auch mit 4 Leuten dran. Ich glaube nicht, dass die mit 4 Leuten dran sind. Klar, es ist uns einer alleine, der da was schreiben macht.
Der dann aber auch Dings spielt, jahrelang, Quatsch, ja, wochenlang gespielt. Ich mach einen Koffer auf und schlag dabei ja auch noch ein Haar und tot. Das hat nicht viel praktisch. Gut, das wird ja stundenlang alleine bauen, da kenne ich noch jemanden, die macht's aber bei Minecraft. Sitzt die hinter dir und war fürs Schnee und Kram verantwortlich? Ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also meine Freundin spielt eigentlich fast, ja auch wenn toll. Ich dann mal nicht an der Playstation bin, dann spielst du eigentlich den ganzen Tag in Minecraft. Das Minecraft ist ja auch super. Ja, in meiner Welt ist es nicht. Aber gut, Digga. Ich spiele halt über irgendwie Taktik-Shooter. So, noch einen Baumstamm bitte für das Kreuz. Ich habe hier ziemlich große Gesellschaft. Wo? Bei der Kirche, 23 Kannibalen. Okay, ich bin auf dem Weg. Ja, ich habe schon gesehen, dass die da wieder zu... Warum zur Hölle ist denn hier was drin? Achso. Oh. Ja, bei der Blockhütte. Oh, habe ich dich jetzt angefackelt? Sorry. Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank bin ich nicht mal derjenige, der brennt. Nee, ich brenne nicht mal, komischerweise. Aber beinahe. Irgendwo ist gerade an mir vorbei, glaube ich. Warum hier immer noch Köpfe und so drauf? Sprengstoff haben wir, Sprengstoff. Ja, hier rollt gerade einer, wenn du haben willst. Ja, wir haben keinen Sprengstoff mehr, ne? Aber ich sammle das eigentlich auch gerade eher wegen Nahrung, so weniger wegen Deko. Weil wir brauchen echt, wir müssen nochmal unsere Lagerbestände mal wieder voll machen. Ja. Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Ich glaube, schlafen kann man sowieso noch nicht. Ladies and Gentlemen, we present to you Cannibal Corpse. Hä? Kennst du nicht Cannibal Corpse, die Metalband? Nein. Weil ich jetzt gerade vor den Armen und Beinen beim Trockengestell stand wegen Cannibal Corpse. Also die Blockhütte braucht noch 86 Baumstämme. Also wir bauen jetzt ein Dorf vor dem Dorf, ja? Quasi bauen wir jetzt unser eigenes Dörfchen. Mit der Kirche, mit der Blockhütte. Gesundheit am Hintergrund. Wieso Gesundheit? Irgendjemand hat gerade geschnaubt. Ja. Ich nicht. Kein Dumbo war das. Ich muss denn noch Stücke hin. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, du meinst die Frau, die so auf unserem gegrillten Fuß und Zehennägel steht, ne? Ja, genau die. Die findet die immer sehr, sehr lecker. Wir lästern nur bei dich. Was? Hä? Hä? Was? Hä? Was? Warte mal. Alter, warum ist das jetzt Zappenduster hier hinten? Was bittest du mich hier mit der Kettensäge an? Was denn? Schrei. Kriegst du die Axt ins Gesicht? Pass mal auf hier.
So, will jemand wieder brennen? Ich hab's Feuer angezündet. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Kannibalen-Olympiade. Hier kommt das olympische Feuer. Herzhaft. Hey. Haben wir das Kreuz eigentlich schon mittlerweile fertig? Ich glaube, ein Baumstamm fehlt noch. Ah. Ich weiß, das Ding hier nicht abreißen kann. Ey. Aber es wurde so dunkel. Habe ich mich nicht getraut. Was hast du hier mit dem Feuerding rum? So. Ich guck gerade mal, ob ich... Ich will auf mich aufmerksam machen, Kev, das weißt du doch. Verdammt. Ja, da wollte er zumachen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Das ist schnell genug. Nee, wir können doch nicht. Pennen. Nein. Es fehlt noch ein Viertel. Es fehlt leider noch ein bisschen. Der Horst antwortet nicht. Ja, der Horst, der rettet auch gerade irgendwas. Ich rette auch mal zwischendurch hier mein. Ich glaube, du rettest ja praktisch nur dein Equipment auf deinem Server sozusagen. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich rette das Spiel auf jeden Fall, steht da. Aber das ist einfach nur wortwörtlich aus dem Englischen übersetzt, weil normalerweise ist es ja Save the Game und das heißt ja, Save heißt ja quasi nicht nur Speichern, sondern auch retten. Oder sichern oder irgendwie sowas. Wir haben große Gesellschaft hier. Wo? Nach einer Stimme. Im Grundstück? Im oder nee. Draußen? Hinter der Tür. Ja, das ist... die Tür. Ach so, gut, ja, dann lass machen. Lass sie machen. Ja, ich höre diese drei. Baumhaus. Rechts von uns. Wollte ich mir auch noch einsetzen. Irgendwo. Ach, da oben. Ich glaube, hier eine Kettensäge laufen. Warte mal. Die Kette wieder dann ist heiß, das wäre ich. Hat gereicht. So, ich krieg mich ja wieder rein. Scheiße, das hat nicht gereicht. Ich wollte mich eigentlich reinglätschen wieder. Aber ich war jetzt doch blutdurchschnittlich draußen übrigens. Mal wieder. Ich kann die von drin aus heilen. Aua, schon wieder. Ich muss wieder gerettet werden. Wo bist du denn? Draußen, an der gleichen Stelle. Ach man, was machst du nur für Sachen? Nee, Entschuldigung, ich bin gleich wieder angegriffen worden. Oh nein. Warum gehst du auch raus? Weil ich kann. Ich war nicht draußen, ich glaube, ich rausgeglitscht quasi. Ich bin ja durch die Wand durchgeglitscht, als ich das Ding aussehen wollte. Ich muss erstmal die Gebärde hier. Warte. Erstmal mal schnell hier. Was sind das für eine Rasen? Boah! Boah! Ich stehe hier gerade so ein bisschen. Hilf mal, Dings hier! Hilf mal hier! Ich kann nichts machen, gerade. Ich stehe hier komplett eingeengt. Ich muss hier gerade mal irgendwie wieder mich da rausgeschüttet. So, bitteschön. Hilfe, ich kann hier nicht weiterkommen. Ist irgendwo noch ein Baby? Tja, Kev, das kriegt man vom Glitschen. Was hast du davon? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich glaube, das hattest du letztes Mal auch gewonnen, ne? Das Ding. Ja. Da glaube ich, habe ich auch so einen Mutanten bluten wollen, ey. Geht's. Hat mich ins Wasser gefallen und hing im Stein fest, wenn ich direkt. Hallo? Da war ich überhaupt hin. Das war nicht so gut gewesen. So, ich muss mich jetzt erstmal wieder waschen und sowas. Weil ich bin hier so ein bisschen voller Blut. Wo ist diese komische Spinnvieh hin? Weiß nicht, das ist irgendwo verbrannt.
Irgendwo da direkt bei dir, wo du eben gehockt hast.